Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zahn und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuesten Let's Play Crusader Kings 2 oder Crusader Kings 2, wenn ich bei Civilization 5 beim 5 bleibe, bleibe ich hier beim 2. Ja, ich habe ein kleines Geheimnis drum gemacht, aber hier ist es nun, ein Grand Strategy Game aus dem Hause Paradox. Da freue ich mich sehr drauf, ich habe die komplette Woche eigentlich nur damit verbracht, mich in dieses Spiel einzuspielen, weil es so unglaublich komplex ist und ich mich mit dem Mittelalter so gar nicht auskenne. Also, wenn ihr mir da Tipps gebt, auch in den Kommentaren, bin ich sehr, sehr froh. Ich versuche so wenig wie möglich vorzuproduzieren, damit ich immer ganz nah bei euch bin, dass wenn ihr sagt, hier, schau mal, passt mal lieber auf, dass dort der ein oder andere Sohn von euch nicht gegen euch intrigiert und ich das übersehe, dann bin ich da sehr froh drum. Ich werde wahrscheinlich auch mal einen Livestream davon machen, um das mit euch gleichzeitig spielen zu können, weil, wie gesagt, das Spiel ist einfach so unglaublich komplex, dass ich da auf jeden Input von jeder Seite angewiesen bin. Aber genug des Geplänkels, des Vorgeplänkels. Wir schreiben das Jahr 1066 und wir können uns, aussuchen, mit wem wir spielen. Da gibt es hier verschiedene Karten, um sich anzuschauen, wo wir, wie, wo, was, wer gestellt ist. Hier unten in Afrika sind die Andalusier. Nee, wie heißen sie? Doch nicht. Maghreb, was da? Ja, die Muslime. Genau, nach dem Wort habe ich gesucht. Die Muslime. Mit denen können wir, glaube ich, nicht spielen, genau. Das Schwert des Islams brauchen wir dafür. Jetzt sagt ihr, was? Da braucht man DLCs, um das komplett spielen zu können. Glaub mir, es ist so viel zu tun, da wird man also so schnell nicht, man kann auch später anfangen. Also man hat so schnell nicht das Verlangen nach DLCs. Der 100-jährige Krieg kann man machen. Da ist dann König Edward von England, König Philipp von France, Frankreich. Könige, aber wir beginnen im Jahr 1066, um mehr Spielspaß zu haben. Denn das Ding ist, das Spiel endet um 1450 rum ungefähr. Und ja, das Ziel ist es praktisch, mit seiner Dynastie so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Also es geht nicht mal irgendwie drum, jetzt alles zu erobern und man behält es. Wenn man stirbt, wenn die Person stirbt, mit der man gerade spielt, spielt man mit dem Thronfolger, mit seinem Nachfolger weiter. Wenn der dann nur eine kleine Grafschaft hat, dann spielt man mit dieser einen kleinen Grafschaft weiter. Ja, von daher immer darauf aufpassen, dass euer Nachfolger auch genügend Macht hat. So, Graf Hermann von Baden von Zähringen ist die Wahl, ist meine Wahl, mit der wir hier anfangen. Und zwar hat das Folgendes, das kann ich ja gleich zeigen, interessante Charaktere. Herzog William, der Bastard von der Normandie. Aha. Achso, ja, wo wollte ich da? Königreiche, Herzöge, ein Herzog, der Herzog. Genau. Und zwar sind wir dann der Sohn des Herzogs Berthold von Kärnten. Der, wie ihr seht, hellblau seht, der Herzog von Verona ist, der Herzog von Kärnten und der Herzog von Breisgau. Das hier alles gehört zu ihm. Das werden wir dann irgendwann mal erben, sobald er stirbt. Vielleicht auch früher als gedacht. Er ist nur dem Kaiser untergeben. Kaiser Heinrich IV. Und ja, wir beginnen aber dann praktisch mit nur der kleinen Grafschaft. Wir sind dann Graf... Was sind wir? Nicht Herzog Rudolf. Wo sind wir denn? Grafen. Genau, Grafen. Die Grafschaft Baden wollen wir sein. Ihr... Genau. Wir sind nämlich nur 18 Jahre alt. Das bedeutet, wir müssten eigentlich relativ lange regieren und können dann unsere Regierungsgeschäfte dementsprechend lenken. Dann weiß ich, dass meine Partnerin Judith von Kalf sehr gebärfreudig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich habe jetzt noch kein Spiel gespielt, in dem mir kein Sohn gezeugt wurde. Und Schwierigkeit 80%, sehr schwer. Man kann eine Option einstellen, normal, einfach, sehr einfach und dann nochmal schwer und sehr schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auswirkt. Auf das Spiel. Ich habe jetzt immer auf normal gespielt. Wir nehmen aber hier diesen sehr schweren Charakter. Der bekommt, weil er nur Graf ist, dann eben plus 20% Schwierigkeit und kleine Dynastie. Wobei die Zähringer sind nicht unbedingt eine kleine Dynastie. Naja. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles. Wir nehmen
Graf Alexander von Zähringen, unabhängige Reiche, Gelände, so sieht Europa aus. Ha, schön. Ja, Start. Bum, bum, bum. Ja, also man verzeihe mir, falls ich hier jede Menge Fehler mache und euch ihr die Haare rauft und sagt, oh, um 1100 war das ganz anders und außerdem hättest du da angreifen müssen und dort hättest du es sagen sollen. Ich bin neu in dem Spiel, aber ich freue mich total. Wählt eine Ambition, das weiß ich. Und zwar werde ich mich dafür Sohngebären entscheiden, das passiert sowieso, weil jetzt schon für Reichtum oder auf 1000 Prestige gehen ist Kokolores, haben nur eine kleine Grafschaft. Aber in Sohngebären, da weiß ich, das können wir schaffen. Erlangt 10 Pietät, wir haben jetzt nur 10, das wäre eine Steigerung um 100%. Graf Hermann möchte einen Sohn haben, sehr schön. Die Stimmen im Hintergrund, das Ambiente, muss ich ein bisschen runterstellen. Das hört sich auf den Kopfhörern nämlich ein bisschen schizophren an. Spieloptionen, Sound, Ambiente, muss ich, also sorry, also das hier, jetzt meine Stimme, die dominante. Ton. Lage ist. Aber, ja, ich kann, also hier jetzt leise Stimmen im Hintergrund zu hören. Ist echt spooky. Genau, da wie das Terrain aussieht, interessiert uns sehr weniger. Was uns mehr so interessiert, sind die Königreiche. Wenn wir denn ein König wären, vom Heiligen Römischen Reich oder von Frankreich oder von Castille, das interessiert uns aber auch nicht. Uns interessieren die diplomatischen Beziehungen. Die Rede war halt nicht. So, genau, die diplomatischen Beziehungen von Baden. Da sehen wir, wenn wir mal auf unser Herrscherporträt gehen, dass wir einen Lehnsherrn haben, und zwar Herzog von Schwaben. Schwaben, das Herzogtum Schwaben, umfasst Württemberg, Ulm, Fürstenberg, Schwaben, Baden, das Elsass, die Bourgogne und Chur und die Schwyz auch. Der Anführer von Schwyz ist unser Bruder, Graf Berthold von Schwyz, der ist in der Thronfolge aber hinter uns. Wenn wir nämlich da mal gucken, das ist unser Vater, Herzog von Kärnten, dann sehen wir, dass das Herzogtum von Kärnten hier, hat er nicht mehr? Schauen wir mal. Genau, er ist nämlich Herzog von Kärnten oder und aber auch von Verona. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir, dass hier Verona aufleuchtet. Ja, genau. Und hier seht ihr auch in der Darstellung, dass alles, was grün ist, gehört demselben Herrscher. Also das Herzogtum Breisgau, Verona und Kärnten. Zu den Herzogtümern gehören eben noch diese anderen kleinen Grafschaften. Und dunkelblau bedeutet die, oder lila, dunkelblau bedeutet, dort herrschen Verwandte von uns. Und diese Verwandte können wir zum Krieg rufen, falls es zum Krieg kommen sollte. Verona ist unser Vater, im Breisgau und Schwyz unsere Brüder. Ja, wenn wir jetzt nochmal auf unser Herrscherporträt gehen. Genau, unser Vater ist unser Nachfolger, weil wir selbst noch keine Kinder haben. Das passt so. Wenn wir uns aber unser Vater angucken, dann sehen wir Berthold von Rheinfelden, eure Cousine, Nachfolger? What? Ah nee, das ist der Schwabe. Den Schwaben wollen wir gar nicht. Wir wollen unseren Vater, Herzog von Kärnten, und der Nachfolger ist Graf Hermann von Baden. Das sind wir. Alter 18, Gräfin Judith von Baden. Sehr gut. Dann kümmern wir uns mal um unsere Staatsgeschäfte. Ich mache jetzt hier nicht wirklich ein Tutorial, ich erkläre nur ungefähr, ja, welche, man müsste das Spiel, glaube ich, schon halb kennen, um damit zu kommen. Wenn nicht, macht es trotzdem Spaß, weil ich ja erkläre, was ich mache. Aber als Tutorial ist das jetzt nicht geeignet, ich guck mal, ob ich vielleicht eins mache. Aber erstmal ist das hier ein Let's Play in erster Linie. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, wir haben noch nicht mal angefangen und ich bin schon total wuhuhuhu. Ja. Um noch eins zu sagen, mein Ziel ist es natürlich, sobald ich von meinem Vater die ganzen Grafschaften übernommen habe, die ganzen Herzogtümer übernommen habe und da meine Titel angesammelt habe, momentan habe ich nur den Titel Graf von Baden, ja, werde ich auf jeden Fall Württemberg annektieren wollen. Denn als Badener ist das natürlich Ehrensache. Das ist Württemberg und damit auch Stuttgart. Wo ist es? Genau. Stuttgart einnehme. ja. Dann wird das niemals passieren, dass Baden-Württemberg von Stuttgart aus kontrolliert wird. Quatsch. Ich bin in Frieden erzogen worden und mach mir da nicht wirklich was draus. Aber ja,
Wir können uns noch kurz umgucken, denn ich weiß ja, dass wenn ihr aus irgendwelchen Regionen, wie zum Beispiel Schleswig, kommt, da jetzt gerne sehen würdet, wer dort regiert, das ist Prinz Harald, der über Schleswig und Holstein regiert. Und das wird dann wohl das Herzogtum Schleswig sein, das Schleswig und Holsten umfasst. Zelle, wo ist Hamburg? Hamburg ist hier. Und ja, Köln haben wir auch. Köln gehört zum Herzogtum Niederlothringen und das Herzogtum Niederlothringen ist sehr, sehr groß. Es gibt noch Oberlothringen, das ist hier unten. Da können wir eventuell auch irgendwann unsere Finger nachgreifen und dort unsere Ansprüche geltend machen. Wenn wir mal schauen, okay, wir haben keine Ansprüche, aber sobald wir dann eben Herzog sind, sehen wir denn zum Beispiel Verdun. Was ist sie zu uns, Gräfin Sophie, unser Gatte? Nee, wir müssen. Sind wir nicht verwandt mit denen? Warum ist dann. Also wir persönlich nicht, aber unser Vater muss mit denen eh was zu tun haben. Genau. Jülich. Schauen wir mal im Osten. Berlin. Da ist der Herzogtum Brandenburg. Umfasst Altmark und Anhalt. Und natürlich Brandenburg selbst. Die Lausitz. Ja, und ihr seht, wie immer, alles, was grün ist, gehört direkt dazu. Alles, was gelb ist, ist irgendwie, lehnsherrenmäßig, genau. So, Thüringen, was hier oben Stettin, das ist der Graf von Pommern. Und wenn wir uns Pommern mal angucken, das müsste nämlich. Stettin? Wo ist es? Graf. Herzogtum Pommern, genau. Es kann nämlich sehr gut sein, dass der Herzog von Pommern demnächst dem deutschen Kaiser einen Krieg erklärt. Und der deutsche Kaiser ist in Nassau. In Hesse. Neben dem Mainzer. Genau. Mainz ist, gehört zum Herzogtum Franken, Bamberg, Würzburg, Leiningen, Mainz und ist aber dem deutschen Kaiser direkt unterstellt. Der deutsche Kaiser ist hier dargestellt durch einen goldenen Ring. Wenn er nur einen goldenen Ring hätte um sein Porträt, wäre er König. Das sehen wir zum Beispiel hier. Philippe von France ist König. Aber da er nochmal so einen purpurnen lilanen Band drum hat, zeigt an, dass er Kaiser ist und alles Grüne direkt zu ihm dazugehört. Das bedeutet, wenn er Wehrpflichtige aufstellen lässt und ruft zum Krieg, kommen die von überall. Und das Heilige Römische Deutsche Reich, oder das, doch, do, damals hieß es noch das Heilige Römische Deutsche, warte, das haben wir gleich. Kaiser, Heiliges Römisches Reich, genau. Deutschland ist nämlich nur ein de jure Königreich. De jure bedeutet, von Tradition aus gehört das schon immer so zusammen und kann als Kriegsgrund genutzt werden. Ja, aber momentan gehört zum Heiligen Römischen Reich eben Deutschland, Bayern, Pommern, Lothringen, Friesland, Halbitalien, Burgund, Polen, Böhmen, Ungarn, Dänemark und was weiß ich nicht noch alles. De jure, nee, nicht de jure. Wo ist es denn? Da. Unabhängigkeit, genau. So sieht das momentan aus. Was auf jeden Fall passieren wird, das ist jedes Mal passiert, gehe ich offen aus, dass diesmal auch passieren wird, ist, dass die Toskana. Wo ist das? Genau, die Herzogin von Toskana. Wo ist es? Die Unabhängigkeit anstreben wird. Und dann hier gegen den Deutschen Kaiserkrieg führt. Das ist insofern interessant, denn wenn das passiert, nachdem wir Herzog von Verona geworden sind, sind wir in direkter Nachbarschaft zu Kriegsgegnern und werden da auch ein kleines Heer aufstellen und den deutschen Kaiser unterstützen, in der Hoffnung, dass ihm das gefallen wird und uns dann besser mag. So, jetzt habe ich immer noch nichts gesagt, sondern nur die ganze Zeit. Nürnberg, Passau, Österreich ist hier. Genau. Das seht ihr, das ist das Herzogtum von Österreich und die sind ja relativ unabhängig und independent. Oberbayern. Ah ja, in Oberbayern, das ist die Graf, der Herzog von Bayern. Und mit dem haben wir, glaube ich, auch irgendwas zu tun. Ah nee, warte. Oder? Ah nee, jetzt nicht, aber man kann ja zum Beispiel, genau, ich bin jetzt da drauf gekommen, weil ich mal, glaube ich, seinen Sohn mit meiner Tochter verheiratet habe und ihn dann zum Verbündeten hatte, was sehr gut war, weil ihr schon seht, dass das Herzogtum Oberbayern sehr groß ist. Genau, das Herzogtum Bayern. Und da hat er Verwandte und da ist er unterstellt. Das ist klar. Und ihr seht auch, Herzöge haben dieses blaue Band.
Das haben wir hoffentlich auch bald. Wir haben jetzt kein blaues Band. Wir haben den Stern dafür, damit wir sehen, dass wir das sind. Noch kein Tag vergangen und ja. Die Grundlagen des Spiels sind hier oben. Es gibt den Rat, es gibt Gesetze, es gibt die Technologie, Militär, Intrige, Fraktionen und Religion. Religion ist mir relativ egal. Ich setze nicht auf Pietät, ich setze auf Prestige. Der Rat, dort haben wir 5 Ratsmitglieder. Einer ist der Kanzler, der kümmert sich um die ganze Diplomatie. Der Marschall kümmert sich um den Krieg. Der Verwalter kümmert sich um die Finanzen. Der Agentenführer um Intrigen und Agenten. Und der Hofprediger um das religiöse Zeug. Die Zahlen hier zeigen an, wie gut sie sind. Das geht von 0 bis 20, also 10 ist Durchschnitt. Und wie ihr hier seht, mit einer Bildungsfähigkeit von 10 wird Bischof Georg als ein kompetenter Gelehrter angesehen. Genau, es gibt 5, jeder hat praktisch 5 Grund-Skills und die korrelieren genau mit diesen Positionen eben. Das ist die Diplomatie, die Kriegskunst, die Staatsverwaltung, die Intrige und die Bildung. 16 ist ein meisterhafter Diplomat, 13 ist auch schon ein meisterhafter Befehlshaber und so mittendrin ist alles kompetent. Wir haben einen sehr guten Hof, muss ich sagen, für so eine kleine Grafschaft. Das könnte schlimmer sein. Wir können jetzt aber auch schauen, zum Beispiel der Hofprediger ist mit 10 so durchschnittlich, ob wir jemanden am Hof haben, der gebildeter ist. Haben wir nicht, da ist er die beste Wahl. Unser Hof besteht momentan aus 9 Leuten. Da ist meine Gattin dabei, da ist die 5 Ratsmitglieder und aber auch meine 3 Vasallen. Adalbert von Kalf, Georg von Winfen, Otto von Pforzheim. Von den 3 bekomme ich Steuern. Und sie haben eine sehr hohe Meinung von mir, vor allem Georg von Winfen, der ist auch der Bischof. Adalbert von Kalf hingegen hat nicht so eine hohe Meinung von mir, wobei Hauptsache Plus ist immer gut. Seine Skills sind so durchschnittlich, aber was wir jetzt machen können, ist, damit er uns mehr mag, einen Ehrentitel verleihen. Wir haben 4 Ehrentitel und da geben wir ihm doch mal den ein und dann hatten wir schon, das kostet uns kaum was, jetzt ist er Mundschenk und mag uns um 15 mehr. Senden, zack. Und da Baron Adalbert von Kalf wurde Mundschenk. Wir sind Hermann von Baden. Ich muss mir das ab und zu immer oft sagen, da mein eigener Name nicht so oft drin ist. Okay, genau. Wir sind selbst hier in der Stadt Baden, in der Grafshauptstadt. Und besitzen die Stadt Pforzheim, die Baronie von Kalf und das Bistum von Wimpfen. Bistümer sind wieder gut für die Pietät. Die Baronie für Steuern, oder? Na, nee. Eierfestung. Genau, Städte sind gut für Steuern, Baronien für, oder. Genau, das ist so dann Halbfestungsstärke und Steuer. Und, genau, die Bistümer auch für Steuern. Ja, wir könnten jetzt, wenn wir jede Menge Geld hätten, noch einen Burgtempel oder Stadt bauen. Würde dann eben Steuern, Verteidigung oder Pietät bringen. Das ist aber jenseits von Gut und Böse. Da ist es besser, wenn man die eigenen Dinge ausbaut und zum Beispiel einen seichten Burggraben baut für die Verbesserung der Festungsstärke, falls es mal zum Krieg kommen sollte. Das ist aber alles jetzt, wenn man das hier ausbaut, defensiv gespielt. Ich werde aber offensiv spielen und dann lieber meine Truppen aussenden. Also der Rat ist gut besetzt und beim Truppen aussenden können wir dann hier Gesetze erlassen. Zum Beispiel feudale Wehrpflichtige, dass wir da mehr Wehrpflichtige bekommen, aber meine Vasallen weniger von mir halten. Dasselbe gilt für Besteuerung, wenn wir vor dem Krieg stehen, brauchen wir auf jeden Fall Geld, weil so wenig Soldaten wir jetzt haben, da werden wir keinen Krieg mit gewinnen. Dafür brauchen wir bestimmt Söldner. Söldner kosten 75 Gold und monatliche Unterhaltskosten. Die kann man sich nicht lange leisten, deswegen sollte man, wenn man sie hat, weise mit handeln. Technologie gibt es noch, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Der Fortschritt hier wird nie besser werden als Kavallerienahkampfwaffen 1. Da gehe ich jetzt gar nicht mal so drauf ein, das würde es zu weit führen, wenn man übrigens gemacht. Ich sage jetzt einfach mal Bögen, schwere Rüstung, Infanterie. Belagerung ist sehr gut, denn wir werden viel belagern. Denn wir spielen offensiv. Und, ja, wollen andere Städte oder Herzogtümer belagern, um sie dann davon zu überzeugen, dass wir der rechtmäßige Besitzer von ihnen sind. Wirtschaft, da nehmen wir den Ackerbau. Ja, bekommen wir 10% Burgsteuer, Burgenhammer. Ah ja, ist schon. Genau, man kann hier den Fokus richten auf eins von denen. Und was sind Volkshitten? Stadtmeinung plus 3.
Sitten der adligen Burgmeinung plus 3. Mhm. Was ist spirituelle Kunst? Monatlicher Pietätsgewinn plus 10. Das ist mehr. Meinungsabzug für andere Kultur minus 10%. Ah ja. Meinungsabzug für andere Religion. Kurze Regierung. Kurze. Plus 1 Größe des Grundbesitzes für Könige und kann. Ah ja, das ist gut. Legalismus. Oh ja. Und hier? Genau, da sind wir nämlich hier bei der Domänengröße. Da haben wir 1 von 4. Momentan besitzen wir nur eine Domäne. Das ist hier Baden. Und wir können maximal 4 haben. Wenn wir jetzt durch Eroberung viel mehr bekommen als diese 4, sollten wir welche abgeben, dass sonst die Vasallen böse werden und wir nicht so viel Steuern bekommen, wie wir eigentlich bekommen könnten. Intrigen. Wisst ihr was? Ich spiele jetzt einfach. Das Wichtigste ist gesagt. Hier sind noch, ist das noch mehr das Militär. Wir haben 225 Selbstwehrpflichtige, also die zu uns gehören. Und von unseren Vasallen können wir nochmal 100 aufstellen. Das ist ein kleines, sehr kleines Armeechen. Wenn wir hier gucken, genau, die ganzen Söldner haben alle, die kleinsten haben eine Truppenstärke von 1500. Was schon groß ist, also es wird hier auf jeden Fall den Grafen von Württemberg, den Herzog von Württemberg wahrscheinlich. Aber warum ist das so groß? War das schon immer so groß? Nee, naja. Umhauen, von daher. Aber wir haben nicht das Geld dafür. Okay, Rat, haben wir geguckt. Ratstitel vergeben, genau. Gucken wir mal am Hof, ob es da noch jemanden gibt, der eine schlechte Meinung von uns hat. Der vielleicht noch. Meine Gattin. Meine Gattin werde ich auch einen Titel zukommen lassen, denn der Großalmosen. Die Abgabe von Almosen war ein Teil des Regierens und der religiösen Treue. Derjenige, der für diese Aufgabe verantwortlich ist, ist eine sehr wichtige Persönlichkeit. Meinung plus 10. Machen wir. Denn wenn mich meine Gattin mehr mag, dann kuscheln wir auch öfter und dann haben wir auch mehr Kinder und die werde ich brauchen, um uns meine Dynastie am Leben zu erhalten. Über 20 Minuten und noch kein Tag vergangen. Okay, die restlichen Titel hebe ich mir auf für etwaige Bösewichte, die mir milde stimmen wollen, wenn wir denn dann unseren Thron geerbt haben von unserem Vater. Und dann schauen wir mal, Verschwörungen. Zur Auswahl einer Verschwörung klicken. Okay, Herzog Berthold von Kärnten töten. Da haben wir eine Verschwörungsstärke von leider nur 30% und keiner. Oh, Guntram, Bürgermeister von Offenburg, würde mitmachen. Ja. Ja, hat zwar nur Verschwörungsstärke von 7, aber das reicht. Ja, ihr sagt jetzt, was? Den eigenen Vater töten? Aber wir sind im Mittelalter, da ist das normal. Herzogtum von Gebieter verlangen, genau. Was brauchen wir dafür? Mein Gebieter herrscht über Herzogtum, das mir rechtmäßig zusteht. Ah ja, das ist ja dann der Herzog von Württemberg. Das ist uns jetzt egal. Heiligen Mann an den Hof rufen, wo ist es? Können wir noch nicht. Okay. Was brauchen wir hierfür, um das machen zu können? Erfolgsbedingung ist tot. Wo ist es? Naja, warten wir erstmal ab, bis ob unser Unterstützer hier. Oh, da gibt es noch mehr. Ja. Und Moment, jetzt mache ich wieder Pause. Wir haben ein paar Tage vergangen. Die Herzogin von Toskana hat schon die Unabhängigkeitsfraktion gegründet. Genau, Fraktionen sind hier. Hier werden dann bald so. Ah ja, genau, Herzogtum für Schwaben. Wenn wir später selbst Herzog sind, wird hier Herzogtum. Fraktion für das Deutsche Reich stehen. Fraktion Grafschaft von Baden, falls jemand mich absetzen will, wird das hier erscheinen. Gut, da gibt es aber nichts, was es momentan wichtig wäre. Die Intrigen sind viel wichtiger, denn ich möchte alle, die eventuell hier mitmachen wollen, einladen. Um meinen Vater umzubringen, um seine ganze Besitzzimmer zu erben. Hoppla, nee, warte. Ah! Intrigen? Ja, Graf Berthold von Schwyz töten, mein Bruder. Um meine eigene Frau töten, falls sie mir keine Kinder gebärt. Weil scheiden ist nicht so gut. Wo sind wir denn jetzt? Genau, noch mehr Unterstützer. Gibt es noch welche? Die Dietpold, Baron von Montesino. Alle einladen, warum nicht? Ich frage sie alle. Alle, die mitmachen wollen. Okay, leider kannst du uns nicht mal mitmachen. Wunderbar. Dann lassen wir wieder ein bisschen Zeit vergehen. Ganz langsam, mit Plus geht das auch schneller. An die
den glorreichen Graf. Hermann, eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ein faszinierender Plan. Ich denke, ich werde mich der Tat eurem Plan Herzog Berthold, euer Vater von Kärnten, zu töten, unterstützen. Und das ist der Bürgermeister von Vincenza. Sehr gut. Was hat er davon? Ah, von Verona ist das ein Teil. Und er ist Bürgermeister von Offenburg. Und ja, gehört auch zum Herzogtum meines Vaters. Ich habe die Einführung des Gesetzes eingeschränkte Grundautorität im Heiligen Römischen Reich beschlossen. Euer Status als mein de jure Vasall berechtigt euch, darüber abzustimmen. Gezeichnet Kaiser. Hallo, Kaiser Heinrich der 14. Ich stimme dir zu, um mich bei dir einzuschleimen, da weil es mir völlig egal ist, was deine Kaisergesetze so gerade machen. An den herrlichen Graf Hermann. Baron von Montesino. Ah ja, ist auch dabei, sehr gut. Und der Bischof Eginolf. Hört sich fast wie Egonolf an. Ist auch dabei. Ja, dann haben wir doch ein paar zusammen. Jetzt sind wir schon bei 56%. Sehr schön. Aber leider haben die Unterstützer jetzt nicht so die Macht, die wir gerne hätten. Kaufe Ablass, wenn wir auf eine Hofjagd gehen. Ah ja, auf eine Hofjagd gehen, warum nicht? Kostet 3 Gold, bringt uns aber, glaube ich, noch mehr. Huch, was ist das? Eine Nachricht. Seid geehrt, Ingenson. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir fordern, dass ihr eurer Pflicht nachkommt. Bitte folgt meinem Ruf zu den Waffen gegen Prinz Bischof Revenger von Aquila. Dies zu verweigern wird uns 25 Prestige kosten, denn er ist unser Vater. Wenn wir akzeptieren, werden wir Teil von der Kärntner Aquila de Jure Krieg über... Ja, manchmal ist die Übersetzung so ein bisschen schlecht, aber das nehmen wir an. A, weil wir unser Prestige nicht verlieren wollen. Und B, alles, was wir jetzt praktisch erobern, gehört später uns. So, und dann racen wir unser Militär. Armee von Nigerisch, Badische Armee. Wir machen sie zu einem und sehen... Ah, plus 10 Prestige. Okay, ist auch nicht schlecht. Und wir sehen, wir sind der Anführer der Hauptarmee und wir haben 2 Flanken, da brauchen wir keine Anführer. Ja, wo sind denn jetzt unsere Gegner? Die gibt's noch gar nicht, ne? Ja, aber geh doch mal hier nach Aquila. Genau. Da können wir ja helfen. Rot ist immer Krieg. Schön gewählte Farbe. Die Intrige... ist immer noch nicht besser. Was ist, wenn wir... Zum Beispiel dem Bischof ist er... Er führt Truppen an. Er mag uns. Was ist, wenn wir ihm ein Geschenk schicken? 20, dann wird er 50 über 100. Aber nee, 20 Gold, das ist unsere halbe Schatztruhe. Das können wir uns nicht leisten. Das muss auch so funktionieren. Das mit den Intrigen habe ich noch nicht ganz raus. Es müsste eigentlich dann irgendwann hier erscheinen. Gebhard von Zähringen? Nee, das ist mein Bruder. Nee, da erinnern wir nichts dran. Okay, dann lassen wir ein bisschen schneller die Zeit vergehen. Schauen, was unsere Truppen machen. Die immer noch nicht gegen andere Truppen kämpfen. Ah, aber wir können ja bei der Belagerung einfach helfen. Genau, die Kärntner Armee, das sind die hier mit dem weißen Banner. Das sind die unseres Vaters. Großhäuptling von Pommern den Krieg erklärt. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Genau. Genau, jetzt ist die pommerische Armee auch unser Feind, denn wir sind ja Untertanen der Animem Aquila ausgewählt, genau. Aber wenn wir jetzt auf Pommern klicken, dann sehen wir, dass das vielleicht keine so gute Idee von ihm war, den Krieg gegen den deutschen Kaiser anzuführen, denn jetzt hat er all die gegen sich. Kann man die sehen? Ja, jede von denen hier, kann man die anklicken? Ja, leider nicht. Aber die sind jetzt alle auf dem Weg dorthin. Und da seht ihr auch 5000 gegen 2000. Das geht nicht gut. Belagerung von Weiden. Sehr schön. Sieg. Jetzt belagern wir weiter. Genau, das ist, wenn der Gegner keine Armeen mehr hat, also keine Truppen, muss man praktisch sich auf sein, auf das umstrittene Gebiet stellen. Und wenn die Angreifer in der Überzahl sind zu den Verteidigern, wird die Belagerung eingeleitet. Und wie ihr seht, hier, das Prinzbistum gehört jetzt schon uns, da die Stadt Weiden gehört jetzt auch uns. Und jetzt belagern wir bestimmt die Baronie von Friuli.
Und wenn wir gucken. Ja. Armee von Migrisch. Fraktion. Graf Friedrich von Schwaben hat die Gebhard für Schwaben-Fraktion gegründet. Mein Onkel. Von Savoyen. Er will über Schwaben herrschen. Mein Onkel. Meine junge Frau hat eine Vorliebe für romantische Gedichte. Sie liest jede Art romantischer Gedichte, die sie in die Finger bekommen kann. Gebt ihr mehr zu lesen. Verliert 50 Gold. Und erlangt 10 Fruchtbarkeit. Gräfin von Judith erhält die Eigenschaft Lüstern. Lüstern bedeutet auch plus 20% Fruchtbarkeit. Das sind ihre Interessen, nicht meine. Damit würden wir die Kirche milde Stimmen 5 Pietät bekommen. Aber Judith würde 10 Fruchtbarkeit verlieren. Die Bücher hat der Teufel geschrieben. Judith erhält die Eigenschaft Keusch. Das wäre minus 20%. Warte, das steht hier doch. Minus 15% Fruchtbarkeit. Aber gibt ihr mehr zu lesen. Das macht sie lüstern. Kostet zwar 50 Gold. Aber das wird mir sehr viele Nachkommen bescheren, hoffe ich doch. Ja, lüstern. Seit ich im Ulmbilden haben wir keinen Mangel mehr an Männern zur Verstärkung unserer Truppen. Sie wissen, dass Ruhm und Reichtum sie erwarten. Da er das gemacht hat. Ach so, ich habe ja das auch ganz vergessen, die ganzen Ratsmitglieder eine Aufgabe zu geben. Ja. Machen wir das nächste Mal, würde ich sagen. Darf ich auch nicht vergessen. Ich muss jetzt eine Pause machen, dann vergesse ich das bestimmt. Naja, vielleicht erinnere ich mich auch dran. Ha, und John ist Judith schwanger. Haha. Tja, der heiße Stecher hat zugeschlagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.